Andreas. Hallo. Hallo. So gut, schön, dass sich Schüler in ihrem Alter auch für dieses Thema hier interessieren. Ja, Point Alva ist hier unser Grenzmuseum, unsere Anlage, staffelt sich wie folgt auf. Einmal als Haus auf der Grenze, dort stellen wir die DDR-Grenzsicherungsmaßnahmen dar, wie das Leben im Sperrgebiet war, was das für Einflüsse auf die Bevölkerung auf DDR-Seite hatte. Haben wir draußen eine Mustergrenze. Dort können Sie dann sehen, wie sich die Grenzanlagen im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt haben. Also von 1945, wo einzelne Straßensperren aufgebaut waren, über 1952, wie der erste Grenzzaun gezogen worden ist, dann 1962, der Doppelzaun gezogen worden ist mit Minenfeldern und bis zum 70er Zaun, den wir dann irgendwo ja aus allen Bildern irgendwo kennen, als Träger der Selbstschussanlage, dieser große Stahlzaun, den jeder kennt. Und das hier war auch einer von den berühmt-berüchtigten Grenztürmen hier. Ja, dieser Grenzturm, wie er hier steht, BT9 genannt, 2x2 Meter, allerdings auch relativ unbequem für die DDR-Grenzsoldaten. So wie er hier steht, Mitte der 80er Jahre hier aufgebaut worden. Vorher stand ziemlich weit hier oben stand noch ein runder Grenzturm. Diese runden Grenztürme waren 11 Meter hoch, haben aus tausender, also einmetrigen Betonteilen 11 Stück übereinander und einer achteckigen Kanzel bestanden. Und die Vorgänger von diesem runden Modell waren noch die ganz alten Holztürme, aber die sind ja dann nach und nach abgelöst worden. Diese runden hat man dann durch diese Türme hier ersetzt, wie gesagt, 2x2 Meter. Auf diesen Türmen, die Soldaten hatten allerdings nicht nur unbedingt die Aufgabe, hier Flüchtlinge aufzuhalten, sondern die hatten auch aufklärerische Tätigkeiten zu tun. Also das heißt, die haben von hier oben auch Bilder geschossen, haben geografische Lagen im Westen erkundet. Dann hinten das eigentliche Camp Point Alva, dort wo die amerikanischen Soldaten direkt hier oben an der Grenze stationiert waren. Ab 65 hatten sie auch ihr eigenes Grundstück da oben, Baracken aufgebaut. Dort, wo die Amerikaner dann eigentlich hier oben direkt an der Grenze ihren Dienst versehen haben. Und Historiker, Militärforscher nennen das ganz gern mal als einen der gefährlichsten und heißesten Punkte der Erde. Denn hier oben, Sie werden das nachher drüben sehen, sehen Sie richtig, wie die Grenztürme sich eigentlich direkt gegenüberstehen, der amerikanische Beobachtungsstützpunkt und der Stützpunkt der DDR-Grenztruppen. Fahrzeuge, die hier stehen auf dem Gelände, als ob die Amerikaner gerade das Gelände verlassen hätten. Das ist das große Grundkonzept, was wir hier auch umsetzen. Also alles nur so authentisch sein, wie es damals war. Und
warum ist es dann trotzdem in dieser Langzeit, wo die Grenze war, nie zu einem Schusswechsel gekommen, obwohl sich hier die feindseligsten Soldaten zwei verschiedene Systeme gegenüberstanden? Na, man muss sich mal die Tragweite eines Schusswechsels vor Augen führen. Wenn ein Schusswechsel hier passiert wäre, hätte das, und das kann man eigentlich, ohne dass man jetzt übertreibt, sagen, hätte das rein theoretisch einen dritten Weltkrieg auslösen können. Sowas kann ja einfach eine Kettenreaktion irgendwo hervorrufen. Hier oben ist ein Schusswechsel, dann kommen Truppen aus dem Hinterland. Also nur mal, jetzt, um das jetzt mal ganz ernst zu sehen. Deswegen haben sich beide Seiten eigentlich immer bedächtig, was das angeht, zurückgehalten. Das war eigentlich auch sinnvoll. Ich habe gehört, dass Sie da auch selbst eine persönliche Geschichte aufweisen können, also dass Sie selbst geflohen sind über die Grenze. Können Sie mir darüber was berichten? Ja, also ich bin selbst, wohne zwar hier in Hessen, direkt im Grenzgebiet in Rasdorf, aber geboren bin ich in Weida, das ist in der Nähe von Gera und das ist in Ostthüringen. Meine Mutter selbst ist in den 70er Jahren bei einem Fluchtversuch an der innerdeutschen Grenze im 5 Kilometer Sperrraum von freiwilligen Grenzhelfern gefasst worden, saß dafür auch 1,5 Jahre im Gefängnis, davon ein halbes Jahr im berüchtigten Stasi-Gefängnis Gera. Und von daher hatte meine Mutter schon immer irgendwo die Bedürfnisse, das Land irgendwo zu verlassen. Und nachdem dann die Haft irgendwo abgesessen war, begannen natürlich die Schikanen, denn wenn man versucht hatte, irgendwo das Land zu verlassen oder man war etwas regimekritisch, sage ich mal, dann hat man es nicht leicht gehabt. Also man ist dann an der Arbeit gemieden worden, man ist verleumdet worden. Bei uns im Haus haben zwei Stasi-Spitzel gewohnt, die eigentlich nichts anderes zu tun hatten, als uns zu überwachen, haben ganz normal mit ihrer Familie da gewohnt, also inoffizielle Stasi-Mitarbeiter, wie man das immer so schön sagt. Und daraufhin hat meine Mutter dann auch nochmals einen Ausreiseantrag gestellt. Dieser ist dann auch abgelehnt worden. Und als dann die Flüchtlingswelle damals in den Botschaften begann, hat meine Mutter dann gesagt, oder beziehungsweise meine Eltern, wir machen das jetzt, wir flüchten. Da ist allerdings meiner Schwester und mir davon nichts gesagt worden. Also die hatten uns gesagt, wir besuchen Verwandtschaft in Prag. Denn ich sag mal, so wie wir Kinder in der DDR aufgewachsen sind, will ich nicht dafür garantieren, dass wir sie an der Grenze wahrscheinlich nicht sogar verraten hatten, an der Grenze von der DDR in die CSSR. Und so kam das dann, dass man sich in Zug gesetzt hat an der Grenze zur CSSR. Gab es dann schon harte Kontrollen, denn die meisten Grenzer wussten ja, wo diese vielen Deutschen auf einmal hin wollten. Und dann hat man auch gesehen, dass die Leute, die sich irgendwo verplappert hatten oder die irgendwo rausgefiltert worden sind,